Der spitzkegelige Kahlkopf. Art der Gattung Kahlköpfe. Psilocybe. Der spitzkegelige Kahlkopf ist der verbreitetste und am häufigsten vorkommende psilocybinhaltige Blätterpilz in gemäßigten Zonen der Erde. Merkmale. Nach Färbung und Größe ist er ein unauffälliger Lamellenpilz mit fingernagelgroßem Hut und dünnem, nicht ganz geradem Stiel. Er wächst auf Ähren, mageren Grasländern, oft auf herbstlichen Schaf- oder Rinderweiden, aber nie direkt aus dem Tierdung heraus. Sein Myzel lebt als Grasbewohner. Die dunklen Lamellen seiner Fruchtkörper verlaufen nahezu parallel zur Außenseite des Hutes auf dessen Spitze zu. Ganz im Gegensatz zu dem häufig mit ihm verwechselten kegeligen Düngerling oder dem ebenfalls an ähnlichen, aber dungreicheren Lokalitäten oft zahlreich zu findenden halbkugeligen Träuschling, die alle ebenfalls Dunkelsporer sind. Das für den Pilz namensgebende Merkmal, der spitzkegelige kahle Hut, hat einen Durchmesser von 0,5 bis 1,5 cm und trägt auf der Spitze meist eine kleine, bei feuchter Witterung anfangs fast glasige Ausbeulung, ein Nippelchen. Bei Nässe ist seine Färbung dunkelbraun, seine Oberhaut dann klebrig und leicht abziehbar. Bei trockenem Wetter ist der Hut hell ockerfarben. Der Hut bildet meist einen Winkel von 55 Grad, breitet sich aber mit zunehmendem Alter ein wenig aus. Der Hutrand ist meist reifrockartig zusammengezogen und dunkler. Die Lamellen sind zunächst lehmbraun und verfärben sich mit zunehmendem Alter des Pilzes nach dunkelbraun bis purpurn. Bei Kälte im Spätherbst bleiben sie allerdings hell, weil dann die Ausbildung der dunklen Sporen unterbleibt. Die Lamellenschneiden sind hell. Der Stiel besitzt einen Durchmesser von 1 bis 2 mm und ist auf kurzrasigem Grasland 4 in höherem bis 13 cm lang. Er ist weißlich bis ockerfarben, elastisch, also nicht ganz leicht zu zerbrechen. Häufig ist die Stielbasis bläulich verfärbt. Das Bläuen tritt auch durch Druck auf den unteren Teil des Stiels innerhalb rund einer Stunde auf. Das Hutfleisch, die Trama, ist dünn und kann ohne Mühe zerrissen werden. Die Sporen sind elliptisch, dickwandig und glatt und haben eine Größe von etwa 12 bis 16 Mikrometer mal 6 bis 8 Mikrometer. Der Sporenstaub ist dunkelbraun bis purpurbraun. Der Geschmack ist nicht scharf, sondern wie der kaum wahrnehmbare Geruch rettig bis grasartig. Vorkommen. Der spitzkegelige Kahlkopf gilt außerhalb der Tropen als der am häufigsten vorkommende Pilz der Gattung Psilocybe und wächst auf Grasland, meist auf den bodennahen Teilen der Gräser, oft auf Schaf- oder Rinderweiden, aber nie direkt aus deren Tierdung heraus, sowie an grasigen, nicht nährstoffreichen Stellen des Offenlandes Magerrasen. Dagegen scheint er Wald- und Kalkgebiete zu meiden. Auch auf natürlich gedüngten Wiesen in Parks und auf Sport- und Golfplätzen ist der Pilz anzutreffen, in Mitteleuropa bei milder Witterung noch bis Ende November. Er ist im Flachland Nordeuropas genauso anzutreffen wie auf Wiesen in den Mittelgebirgen oder den Almen der Alpenländer. In Tirol wurde er auch in größeren Mengen in Höhen von 1400 bis 1700 Metern gefunden. Im Schwarzwald
bei 820 bis 1300 Meter über Meereshöhe. Obwohl in tiefer gelegenen Gebieten die Fundhäufigkeit abnimmt, ist hierfür wahrscheinlich nicht der Höhenunterschied, sondern der Einsatz von Gülle oder künstlicher Düngung und Entwässerung in tieferen Lagen die Ursache. Andererseits soll er laut Kriegerlsteiner etwas salzliebend sein. Daher vielleicht seine auffallende Häufigkeit beispielsweise entlang der irischen Westküste. Jedoch steht diesbezüglich ein wissenschaftlicher Nachweis noch aus. Ursprünglich war der spitzkegelige Kahlkopf wohl nur im gemäßigten Klima Europas und Nordamerikas heimisch, wird aber inzwischen weltweit in gemäßigten bis subtropischen Klimazonen gefunden. In den USA ist er am häufigsten in den Staaten des Nordwestens zu finden. In Europa weisen die Schweizer und österreichischen Alpen die höchstgelegenen Vorkommen auf. Auch in Wales, Schottland und Norwegen wurden Fundstellen gemeldet. Die beste Zeit, diesen Pilz anzutreffen, ist im Spätsommer bis Frühherbst, also im August bis Oktober. In milden Lagen ist er aber auch bis Januar vereinzelt zu finden. Psilocybin-Gehalt. Biochemische Untersuchungen ergaben durchschnittliche Gehalte an Psilocybin von 0,8 bis 1% in der Trockenmasse. Daher zählt dieser Pilz zu den potentesten halluzinogenen Arten. Daher zählt dieser Pilz zu den potentesten halluzinogenen Arten. Es konnten bei Exemplaren aus wilder Sammlung Psilocybin-Gehalte bis 1,34% festgestellt werden, bei manchen Exemplaren aus der Schweiz wurden 2,02% nachgewiesen. Bei geringer Dosis treten rauschähnliche Zustände. Bei geringer Dosis treten Rauschzustände, bei mittlerer Dosis oft farbenfrohe Halluzinationen in wohl abgegrenzten, eventuell indianischen Mustern auf. Bei hoher Dosis stellen sich eine verzerrte Wahrnehmung von Zeit und Raum, Gleichgewichts- und Orientierungsstörungen ein. Auch können Atemfrequenz und Atemtiefe beeinträchtigt sein. Neben Psilocybin ist auch das eventuell ebenfalls psychoaktiv wirksame Baeocystin nachzuweisen. Geschichte. Spätneolithische, pilzähnliche Felsgravuren im norditalienischen Val Camonica werden vereinzelt, jedoch umstritten, als Beleg für einen entheogenen Gebrauch des Pilzes interpretiert. Der Schweizer Chemiker Albert Hofmann entdeckte bei der Untersuchung von zahlreichen mexikanischen Arten der Gattung Psilocybe den Wirkstoff Psilocybin. Diesem Wissenschaftler gelang auch die Strukturaufklärung und die Vollsynthese dieses halluzinogenen Naturstoffs. Obwohl er seine Entdeckung lediglich in einer kleinen wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichte, verbreitete sich das Wissen um den einheimischen wirkstoffhaltigen Pilz sehr schnell. In der Schweiz, in Österreich und Deutschland zählt das Sammeln und Essen seit mindestens 30 Jahren zu einer festen Tradition, insbesondere bei jüngeren Leuten. Eine rituelle Einnahme wurde 1981 erstmals von Linder im Rahmen eines seit etwa 7 Jahren bestehenden Kults mit komplizierten Schwitzbadritualen, Gebeten, Pfeifenzeremonien, ohne psychoaktive Substanzen, Fastengeboten,
Räucherungen, Opferhandlungen und Musik beschrieben. Gegenwärtig ist der Anbau, Verkauf oder Besitz psilocybinhaltiger Pilze in den meisten Ländern der Welt verboten. Auch das Sammeln in der Natur ist in Deutschland ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Volkstümliche Namen: Psilo, Psilocybinpilz, Zauberpilz, Magic Mushroom, Blue Leg, Liberty Cap, kleines Zwergenmützchen, Narrenschwamm, lanzenförmige Düngerling, Pixie Cap, Sandy, Sagerose, Witch Cap, narische, damische Haschschwammerl, Shroom, Spitzköpfe.